Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Staffel Oxygen Not Included. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Die letzte Runde haben wir nach Kommentaren von Michael Friedrich und Mordrak dann beendet. Wir fangen nochmal neu an. War ein bisschen verbaut vielleicht und hat so mit dem Erdgas natürlich da auch relative Schwierigkeiten gemacht. Sauerstoff war knapp und so. Müssen wir gucken, dass wir es hinkriegen. Wir starten jetzt mal durch und dafür geht's in die erste Folge. Bis gleich. Ja, neue Welt, was machen wir da? Spielmodus Überleben ist klar, kein Schweiß, nee, wir nehmen schon Überleben, das ist klar. Da gucken wir mal rein. Terra hatten wir bis jetzt, jetzt können wir natürlich was anderes wählen, hätte ich vielleicht vorher mal fragen können, aber wir können natürlich hier auch andere Ozeanien oder Verdante, Rim, Arboria, Vulcaneo, das Ödland oder hier Aridio. Total warm da. Oase, aber ich glaube, wir bleiben bei Terra, weil wir es doch noch nicht so gut können. Gut, nehmen wir Terra. Machen wir den nächsten Schritt. Spiel starten. Seed könnte irgendwo, können wir den nachgucken. Ist das der Seed hier? Koordination? Ja, lassen wir einfach so und ist fertig, ne? Gut, dann wird die Welt kreiert. Eisformationen werden gesetzt. Vakuumles. Edelmetall verbunden, ja, genau, das machen wir alles. Mal gucken, wo wir rauskommen, wie es aussieht. Ich bin gespannt. Hier fliegen schon Asteroiden durch die Gegend. Wahrscheinlich landen wir gleich auf dem. Nein, wissen wir nicht. 75% sind schon durch. Mal gucken, wie wir es hinkriegen, oder? Ja, mit Facecam, wie ihr seht, ne? Mal gucken, wie sich das so durchsetzt und was ihr davon haltet. Schreibt es mir. Ist das zu groß? Ist das zu klein, dass ich da unten bin? Ich sitze natürlich wieder ganz knapp auf meinem Stuhl hier. Kann ja auch ein bisschen höher, ne? Demnächst werde ich nochmal gucken, dass ich mein Mikro aufbaue und das dann auch noch hinkriege. So, jetzt haben wir hier drei Dupes, die wir nutzen sollten. Ren, Ruby und Nails. Was haben sie denn erstmal schlecht? Pazifist, Angriff, das ist also egal. Schläft regelmäßig ein, finde ich nicht so gut. Geschwindigkeit der Badnutzung gesenkt. Und der braucht lange im Badezimmer. Er kann kochen. Also er hier, Athletik erhöht, kochen, das ist schon alles okay, das lassen wir so. Landwirtschaft, ich glaube, wir würfeln hier nochmal. Schläft regelmäßig ein, würfeln wir nochmal. Kann Angreifaufträge nicht durchführen, das ist ein Pazifist, ist gut. Er hält nachts Bonusattribute, das heißt, er macht Nachtschicht. Ist nicht schlecht, bin ich für. Schutzanzug, kann man leider nicht. Benutzer steht da drunter. Und Wissenschaft hier und Versorgung. Den können wir so lassen. Den dritten jetzt hier, der ist ja noch nicht so, der schläft regelmäßig ein, möchte ich auch nicht haben. Wissenschaft gesenkt, kann ruhig so sein. Keimresistenz erhöht, aber Kochen haben wir schon. Doktorfähigkeit 7, ich hätte jetzt gerne noch so einen, der ein bisschen was mehr arbeiten kann, oder? Maschinen erhöht ist ja schon gut, aber wir können natürlich hier auch den, ne? Gräber da. So, jetzt haben wir allergische Reaktion auf Blumenduft. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nichts Schlimmes, ne? Graben erhöht, ist klar. Landwirtschaft und Graben. Ich glaube, den nehmen wir. So, und dann steigen wir hier ein. Chaotischer Bunker. Also chaotisch, ja. Chaotischer. Wie nennen wir das? Chaotischer Bunker fand ich doof. Bunker, nee, mag ich nicht. Sagt mir was. Könnt mir nichts sagen gerade. Chaotischer. Ja, da fehlt auch schon mal ein O, ne? So wie manches Mal immer wieder was vergessen. Chaotischer Asteroid halt. Und los geht's. Schauen wir mal rein, wie es so aussieht, was wir da kriegen. Okay. Wir haben hier schon mal Algen. Alarm. Ja, er ist am Ziel dort angekommen. Kennen wir. Wer will, kann stoppen und lesen. Fangen wir mal gerade an. Sauerstoff-Overlay, gehen wir mal raus. Ne, Sauerstoff-Overlay ist falsch. Temperatur-Overlay wollte ich haben. Okay, das ist jetzt so. Da oben wird's warm, da unten wird's warm. Gibt's auch irgendwo kalt? Wahrscheinlich noch nicht. Naja, lass uns mal loslegen. Ich denke, wir gehen mal einfach mit dem Graben erstmal nach hier rechts.
Da unten haben wir schon mal Wasser, das ist schon mal gut. Ich tendiere dazu, hier irgendwo ein Dingens zu machen. Sag schon, einen Schacht zu machen für hoch und runter. Machen wir die Leiter auf. Die Leiter hätte ich gerne, so. Und die würde ich mal hier einfach so lang ziehen wollen. Mal gucken. Wir brauchen definitiv 3 Betten. Und eine Toilette. Möbel waren die Betten. Gibt's hier auch schon so ein Ding? Nee, gibt's nicht. Lichtoverlay. Also das erste Bett kann hier stehen. Passt. Ja, dann lassen wir gerade die 3 Betten da schnell hinsetzen. Erstmal, alles ist gut. So. Dann brauchen wir weitere Grabefähigkeiten, die wir hier einfach so machen. Den da oben zerlegen wir nochmal. Den zerlegen wir nochmal, der ist sowieso falsch. Hier ist die Decke. Machen wir erstmal so. Gehen graben. Decke. Also warte mal. Lass uns gleich hier so das mal so machen. Und da brauchen wir keinen Ziegel, dann bauen wir eine Pumpe hin. Sanitär. Handpumpe. Kommt erstmal dahin. Dann brauchen wir noch die Toilette. Und die bauen wir mal ganz einfach hier hin. So, dann wird gegraben noch hier. Und da. So, Prio ändern müssen wir noch schnell. Das ist nicht wichtig. So. Ich hoffe, die kriegen das noch schnell hin. Das machen wir erstmal weg. Kein Plumpsrohr gebaut. Kein Sauerstoffdiffusor gebaut. Warum geht es hier noch nicht weiter, Jungs? Okay. Da fällt der Sand runter. Okay, sie sind kräftig am Schuften hier. Können wir jetzt schon ein bisschen mehr sehen von temperaturmäßig hier. Okay, da wird es noch wärmer. Hier rechts sind doch schon Keime, oder? Sehe ich doch schon, oder? Ja, klar. Okay. Gut. Da unten gibt es keinen Sauerstoff, ist klar. Sauerstoffdiffusor. Ja, bauen wir den gleich hier hin, oder? Dann kriegen wir das auch noch hin. Gut, das Klo wird auch schon gebaut und die Pumpe ist auch gleich da, oder? Okay, Sauerstoff, dann brauchen wir auch noch Strom. Würde ich jetzt erstmal da favorisiert hinbauen und eine Batterie. Batterie da. Dann Kabel. So, und dann Prio schnell ändern. Das Rad muss als letztes gebaut werden, sozusagen. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich hoffe, der macht jetzt hier noch das Wasserdingens fertig. Die Wasserpumpe fertig. Dann kommen wir doch voran, oder? Und wo hier irgendwas passiert mit dem Wasser, baue ich da mal einen Stein noch hin. So. Die können dann auch noch weg. Und alles ist erstmal gut, oder? Machen wir so. Und da oben machen wir noch einen weg. Dann geht's. Toilette. Ich habe hier schon wieder einen Fehler gemacht. Wir hätten den Schacht einen weiterbauen müssen, ne? Komm, dann ist das ein Blindschacht sozusagen. Den lassen wir erstmal so. Hier werden wir dann Dingens machen. Was wir jetzt auf jeden Fall Priorität, ne, zeitplanmäßig schon mal machen. Wir können schon mal 2 weitere Zeitpläne bauen. Naja, Zeitplan hinzufügen. Einer muss ja hier Nachtschicht machen. Das ist Stinky.
Stinky kriegt schon mal den Plan, das ist Fakt. Und Stinky kriegt hier Arbeitszeit. Und kriegt Freizeit hier. Und kriegt auch eine Freizeit mehr. Gut, dann haben wir das schon geklärt. Und noch einen Arbeitsplan. Dann haben wir nämlich gleich auch noch die Toilettenbadbenutzung. Warte mal, dann machen wir das da noch anders. Die Badbenutzung dahin, die Freizeit dahin. Ich glaube, so geht's, oder? So, den dritten Plan kriegt Ellie. Ellie bleibt so, das. Aber Ellie kriegt die Badbenutzung hier hin. Und da kriegt sie noch eine Freizeit hin. Dann machen wir das so. Ich hoffe, das ist alles so okay, ne? Ach, die hat dann nochmal da frei. Ja, können wir so lassen, denke ich mal. Lassen wir erstmal so. Gut, die haben gut zu tun. Aber wir haben keine Rohstoffe. Ich sehe schon, das größte Problem, was wir jetzt haben, ist auf 9 zu stellen, dass wir hier schnellstens mal was hinbauen, ne? So. Ich hoffe, das klappt schnell, dass er da einen hinkriegt. Auf jeden Fall einen dahin baut, weil dann können sie rüberspringen. Ja, jetzt dürfte das kein Problem mehr werden. Was ist er denn jetzt? Ach, hier ist noch eine Schmutzwurzel. Okay, deswegen geht's. Alles klar. Weil der Container steht da oben. Aber den können sie jetzt auch erreichen. Alles ist gut. Machen wir da, machen wir da und machen wir da. Und das Ganze machen wir natürlich jetzt auf 5 wieder. Dann ist das doch erstmal schon mal gut, oder? Die können pennen. So. Möbel haben wir nur den Tisch. Medizin. Könnten wir jetzt noch einen Krankenbett-Massagetisch machen und Waschzuber. Der Waschzuber. Oh, wir haben die Toilette falsch gebaut. Super. Na, gut geklappt, oder? Komm. Zweite Toilette, dritte Toilette. Waschzuber. Waschzuber. Und graben. Da lang. Und Leiter. Da lang. Und Ziegel da lang. Und warte mal, Ziegel nochmal hier. Und Tür hier. Und da geht keine mehr. Schade. Abbrechen. Ich mach die Tür lieber vorne hin. Jetzt geht sie dann auch nicht mehr. Okay. Dann nicht. Er bastelt noch, weil er die Nachtschicht macht. Alles ist gut. Ja, hier ist noch kein Strom, aber Sauerstoff ist erstmal da. Macht doch erstmal einen guten Eindruck, oder? So. Er baut schon mal schön. Ja, Lagerbehälter. Kommt auf die Seite. So, da wird schon desinfiziert. Ellie hat noch ein bisschen Freizeit. Das passt erstmal. Er geht da auf Toilette, das ist auch gut. Wie ist mit der Tür? Geht die schon wieder? Nein, geht noch nicht. Er setzt sich vor der Toilette und macht da erstmal sein Mittagsessen. Auch sehr nett. So, da fehlt noch eine Leiter, sehe ich gerade. Ah, die hatten wir extra nicht gemacht. Das haben sie so trotzdem gebaut. Geil, oder? Dann lass es so. Okay, er desinfiziert schon mal. Das ist schon mal gut. Achso, er hat noch keinen Schlaf gehabt, weil er gleich erst kommt. Kolonieerfolgerung. Alles ist soweit gut. Da werden Dingens gemacht. Er hat jetzt Freizeit. Okay. Hier kann auf jeden Fall nichts passieren. Das ist auch gut. Pneumatische Tür geht immer noch nicht. Sanitär haben wir nicht. Jetzt ist Strom. Noch eine Leitung, aber die brauchen wir nicht. Die ist gerade gut. Ja, dann können wir eigentlich auch, wenn hier weiter graben. Aber die Prio ändern wir gerade noch dabei. So läuft es erstmal, oder? Er ist schon kräftig da am Arbeiten. Da fällt auch alles runter.
Die Lagerbehälter sind schon mal da. Da kommt schon mal definitiv der Sand rein. Das ist schon mal gut. Und da geht der Dünger rein. Und der dritte. Und dann Kupfererz rein. Läuft erstmal, ne? So, die sind hier wunderbar am Arbeiten. Ich hoffe, wir können jetzt Dingens die Tür bauen. Ja, können wir. Mal die sollten wir machen, dass sie dann da raus müssen. Ich habe nur zwei Waschbecken gemacht, naja. Vielleicht machen wir auch nur zwei Toiletten erstmal. Vom Zeitplan her sind sie ja sowieso alle zu einer anderen Zeit unterwegs. Mach die mal auf 6, die Batterie ist mir jetzt wichtig, damit wir ja Sauerstoff kriegen. So, und wenn die Tür fertig ist, dann können wir da die Berechtigung setzen, dass nur nach da gegangen werden kann. So. Ne, so nicht. So, sollte funktionieren. Und da oben muss es schneller sein, ne? Nahrungsmangel ist klar. Na, ich glaube, die Tür machen wir nochmal kurzfristig auf. Hat so keinen Sinn. So. Prio. Ja, die Prio mit dem Gang da oben ist ja dann doch schon wichtiger, ne? Oder? Lass erstmal. Ist ja nur vorübergehend erstmal hier, oder? Sauerstoff haben wir da noch. Diffuser läuft dann gleich. Algen gibt es hier auch noch, wenn. Das läuft soweit. Er wäscht sich auch schon die Hände. Das ist schon mal gut. Ist die Frage, wann wer was macht. Sie bringen jetzt erstmal alle was weg. Ja, komm, dann machen wir die Prio gerade mal hier für die Leiter höher. So. Ja, sieht doch ganz gut aus erstmal, oder? Im Kern läuft's. Wasser haben wir hier. Jetzt können wir, aber ich glaube, wir sind sowieso nicht. Ah, hier unten können wir gleich schon was entdecken. Hier gibt's den Schleim mit den tollen Dingens. Das heißt, in die Richtung da oben ist auch schon. Ja, läuft. Aber diese Seite ist erstmal keine Algen. Algen, sag ich schon. Viren. Oder was auch immer ist. So, temperaturmäßig ist es hier warm. Warm. Hier geht's. Da oben ist was Kaltes. Das ist schon mal gut. Und da oben, das könnte auch Wasser sein. Ja. Ja, hier. Diese Richtung werden wir wohl unsere Betten machen, also unsere Farmen machen, nicht Betten. Farmen können wir dann hier in diesem braunen, gelblichen Bereich hier so machen oder so. Mal gucken. Was gucken wir noch? Materialien brauchen wir jetzt gerade nicht. Licht ist auch. Wasser ist jetzt nicht. Ach so, nee, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ja. Jetzt können wir nochmal so durchgucken gerade. Was war das hier oben? War da Wasser irgendwo? Nee, war doch kein Wasser wohl, oder? Also Wasser ist hier unten nur dann. Und ich, ach, hier war das große Wasser. Okay, da haben wir ja genug Wasser, das geht ja schon mal. So, die sind alle am Aufräumen, oder? Wie sehe ich das? Ich sehe gerade, wo das Problem liegt. Diese beiden muss man natürlich auch noch abbauen, damit man da hinkommt, ne? Wieso schläft Sticky im Bett? Nicht im Bett. Der hat doch hier im Bett. Ist er vorher eingeschlafen? Natürlich schlecht. Okay. Da wird Hände gewaschen. Also Prio für... brauche ich nicht mehr Prio setzen, wird gerade abgebaut. Okay, da kann auch noch was weg. Und jetzt mal die Prio hier gerade ein bisschen niedriger. Und so. Gut, dann wird da auch gebaut. Das passt dann schon mal erstmal. Hatte ich hier nicht schon... haben wir nicht, oder was? Ach, da drunter ist...
Wahrscheinlich das Mehlholz und deswegen kann ich da nicht bauen, oder? Gut, okay. Dann baue das erst ab. Und dann geht's da weiter, oder? So, da wird auf jeden Fall weiter gearbeitet. Die Leiter wird schon fertig, das ist schon mal gut. Dann ist auch ein Weg da drum rum. Ja, gut. Haben wir schon mal wieder das erste soweit fast fertig, bis auf den Strom. Und ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das Video, nächste Video hochlade. Gerne das Video auf anderen Kanälen teilen und gerne Kommentare schreiben. Wenn ihr Ideen habt, wie man da was anders machen kann, dann schreibt's rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.